Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Es sind jetzt 2 Tage vorbei und wir sind 15 Stunden, 13 Minuten und 50 Sekunden von Null entfernt, wo wir angefangen haben mit Black Ops 4. Und ich wollte euch hier mal meine Stats zeigen, deswegen bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen in der Mitte. Ich switch gleich um, weil ihr gleich noch ein New Gameplay seht. Aber ihr seht, beziehungsweise fast, sind 29er Streak. Das ist jetzt das 6. Mal innerhalb von 20 Runden, dass ich auf 29 sterbe und die Runde vorbei ist. Guckt es euch gleich an, wir gehen durch alles durch, was ihr wissen müsst. Ich möchte euch gerne helfen, dass ihr weniger Probleme in dem Spiel bekommt. Wir gehen hier mal ein bisschen kurz durch die Stats und dann gehen wir zum Gameplay gleich, wo die ganzen Tipps und Tricks dazu noch kommen. Hier haben wir erstmal die aktuellen Medaillen, die sehen absolut baba aus, wenn ihr mich fragt. Ich finde die absolut geil, sehen richtig hübsch aus. Hier 4er, unnachgiebig, brutal Medaillen, jenseits, skrupellos. Guckt euch das an, das sind 15 Stück zusammen da, brutal hinterher, sind 4, mal sind 19. Das ist der Wahnsinn. Hier haben wir die Stats aktuell. 15 Stunden Spielzeit. 2 6er KD. Die werden wir noch auf 3 pushen. Das kriegen wir mit Sicherheit hin. 30 Kills pro Spiel im Schnitt. Höchste Abschussserie, da seht ihr es, 29. Richtig belastend, richtig abgefuckt. Aber wir kriegen sie demnächst noch. Das Spiel macht absolut Spaß. Heilen pro Spiel 760. Weiß nicht ganz, ich glaube nicht, dass ich mich pro Spiel 760 mal heile. Ich glaube, erst ist die Gesamtzahl. Und hier seht ihr, Prestige haben wir fast geschafft. Es fehlen noch diese beiden Prestige und dann haben wir es. Dann können wir Prestige 1 gehen. Ich möchte euch gerne jetzt erstmal zeigen, was die wichtigsten Sachen sind, wenn ihr euch eine Klasse macht, dass ihr wisst, was ihr tun müsst, was euch hilft. Bevor wir das machen, machen wir aber hier erstmal meine Einstellung. Steuerung, ich spiele auf 5 und 5. Ist für mich die beste, es ist ein Boots on the Ground, ihr braucht keine extrem hohe, ihr könnt gerne eine machen, ist aber für mich vollkommen ausreichend. Sichtumkehrung auf Standard, da ich mag das nicht, wenn ich mein Steuerkreuz nach oben mache, dass es nach unten geht, das will ich Schwachsinn. Zielhilfe, Controller, Vibration habe ich eigentlich aus, aber bei mir vibriert er sowieso nicht, deswegen stört mich das jetzt gerade nicht. Stickbelegung ist Standard. Controllerbelegung auch Standard, aus dem einfachen Grund, ich brauche hier nicht auf Taktik gehen, weil ich einen Scuff habe. Mit einem Scuff braucht ihr, könnt ihr, wenn ihr Dropshotten wollt, einfach nur eure Pedals nehmen. Wie ihr richtig Dropshotten könnt, werde ich euch heute auch noch erklären. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, da braucht ihr einen Aufsatz für. Hier habe ich umgekehrt, weil ich mag das nicht. Ich will R1 schießen, L1 zielen. Ich glaube, kaum einer spielt das anders. Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe noch nie gesehen, dass es jemand anders macht. Hier bei Grafik habe ich auf 70% gestellt, dass es ein bisschen heller ist. Und Farbenblindmodus Blauschwäche, das hat den einfachen Grund, das ist einfach hübsch. Und wenn ihr mal auf die Map guckt, werdet ihr sehen, welche Map das ist. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg ist oder aus Versehen. Das, was ihr da seht, ist Combine. Keine Ahnung, ob sie es einfach übernommen haben, ob das von einem aufgefallen ist. Hier, das hier ist horizontal, das hier ist Vorschau, das ist egal. Das hier, ganz wichtig, das ist auf 10 regulär. Macht das unbedingt auf 7, Leute. Dann macht ihr hier Audio-Voreinstellungen, da habt ihr die Wahl. Kopfhörer, Supercrunch, Höhenverstärkung, Bassverstärkung, Treyarch-Mix. Dieser Mix ist im Prinzip für die ganzen Casual-Players. Da sind die Explosionen laut, die Granaten laut, die Waffen laut, ist alles scheißegal. Geht hier auf Supercrunch oder Höhenverstärkung. Beides ist in Ordnung, beides lässt euch die Schritte von anderen besser hören. Deutlich besser. Hoppala. Dann haben wir hier Musiklautstärke. Habe jetzt mal ein bisschen runtergedreht, ich brauche die nicht so hoch. Das hier wollt ihr unbedingt laut haben. Das sind die Soundeffekte, unbedingt etwas leiser haben. Das sind die Soundeffekte von den Granaten und so. Das braucht ihr nicht unbedingt. Und dann habt ihr hier noch Filmlautstärke. Das ist im Prinzip egal, sind nur die Filmsequenzen. Controller Sound, ah, da seht ihr es, das ist aus. Netzwerk, das hier ist auch unwichtig. Das hier ist unwichtig. Und das hier, das ist für euch selbst. Und dann zeige ich euch mal, wie ich die Klassen spiele und was meiner Meinung nach da aktuell für euch das Beste ist. Das hier ist eine Sniper-Klasse, da könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Die lasse ich jetzt erstmal raus, weil ich euch noch ein Sniper-Gameplay zeigen werde. Hier, meine Lieblingswaffe, die beste Waffe für mich im Spiel, die Maddox zusammen mit der Schwertfisch und der ABR. Bin hier gerade dabei, Gold frei zu spielen. Ihr seht, hier gibt es Gold, hier gibt es Diamant und hier gibt es Dark Matter. Ihr kennt das alles aus Black Ops 3. Ich weiß noch nicht, wie Dark Matter aussieht. Ich glaube nicht, dass es schon einer geschafft hat. Bin aber sehr gespannt, werde auch darauf gehen. Ist für mich meine Lieblingswaffe vom Handling her perfekt. Ihr wisst ja, in Black Ops 4 gibt es andere Aufsatzvarianten als das, was wir kennen.
Hier zum Beispiel schnelles Magazin 1 und schnelles Magazin 2. Das beste Klassensetup für diese Waffe auf kurze und mittlere Range ist schnelles Magazin 1 für schnelles Nachladen. Schaft. Schaft kennt ihr alle. Und schnelles Magazin 2. Wenn ihr einmal schießt, das seht ihr auch gleich im Gameplay, falls ich die da. Ja, doch, ich spiele damit. Wenn ihr einmal nachladet, lädt sie schnell nach und beim zweiten Mal nachladen, lädt sie sofort nach. Das heißt, es dauert nicht mal so eine Sekunde oder so, sondern es ist einfach instant. Ihr seht kaum, dass das Magazin reingeladen wird. Sehr, sehr geiler Aufsatz. Ein Visier braucht ihr nicht. Fühlt sich an wie bei Ghost, kennt vielleicht einige die Honey Badger. Dazu eine Secondary, würde ich immer die Garrison nehmen. Oder Motsu, wenn ihr Bock habt, ein bisschen im Revolver rumzuhanteln. Hier könnt ihr entweder Comsec-Gerät oder Ausrüstungsladung nehmen. Steam Injection auf dem Sturmgewehr brauche ich nicht unbedingt, auch wenn ich hart reinpusht teilweise. Der einfache Grund dafür ist, dass ich, wenn ich auf Nuke gehe, erfahrt ihr auch gleich, eine gewisse Killstreak brauche und die ist einfach deutlich günstiger damit. Und dann spiele ich Taktikmaske, was absolut broken ist aktuell, weil eigentlich, wir lesen es mal, größerer Widerstand gegen Neunknall, Erschütterung, Stacheldraht, Reaktorkern, Sucher, Sturm, Feuer und Konterdrohne. Nichts davon funktioniert. Nichts. Wenn eine 9-Takt geworfen wird, so eine Flashgranate von Ajax oder wer die wirft, habt ihr keine Chance. Ihr seid 10 Minuten geblendet und seht gar nichts mehr. Hier Gewandtheit, einfach sie schneller rutschen kann und schnell die Waffe wechseln kann. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Außerdem kann ich, wenn ich springe und kletter, mit meiner Waffe präziser schießen. Und dazu Totenstille. Aufgespürt finde ich Schwachsinn, Teamlink ist in Ordnung, braucht man nicht unbedingt, Geist finde ich Schwachsinn, weil ich eh Konterdrohne spiele. Und Totenstille ist für mich aktuell, auch weil viele mit Akustiksensor spielen, eins der besten Perks, was ihr im Game nehmen könnt. Das ist so meine Go-To-Waffe für die Nukes und alles mögliche. Dann hier die MX-9, da habe ich es noch nicht hochgelevelt, bin gerade dabei. Kann ich euch nur empfehlen, langer Lauf, Hybrid-Magazin, Schaft und Schnellfeuer. Steam Injection, auf einer MP wollt ihr immer Steam Injection haben und dann spielt ihr Totenstille und Gewandtheit. Das ist mit Sicherheit das Beste, was man da machen kann. Agentenmod ist nicht verfügbar dafür. Der Agentenmod für den Maddox ist, wie heißt es, Echofeuer. Könnt ihr aber vergessen. Das ist im Prinzip, jede zweite Patrone wird schneller rausgeschossen, kann man sich aber sparen. Und sonst kann ich euch noch aktuell empfehlen, wenn ihr wollt, KN jetzt natürlich nicht, sondern wo ist sie denn jetzt? Hier, die ABR. Ich habe das klasse. Ich spiele sie gerade hoch auf Level 13, dass ich den Agenten-Mod bekomme. Jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Thema, wie könnt ihr dropshotten. Wenn ihr dropshotten wollt, habt ihr mit Sicherheit schon festgestellt, dass wenn ihr euch hinlegt, der Arm von dem Spezialisten auf den Boden geht. Das ist totale Kacke. Deshalb wollen wir Folgendes machen. Wir wollen eine Waffe nehmen, wo wir Schaft 2 haben, so wie hier. Zielen sie weiterhin, wenn sie springen, landen oder während sie sich liegen vorwärts bewegen. Wenn ihr Schaft 2 auf einer Waffe habt, könnt ihr so dropshotten, wie ihr es aus anderen Boots on the Ground Games kennt. Und die ABR ist mit dem, wie heißt das? Repeater, dem Agenten-Mod, eine der besten Waffen, die ich in der Beta gespielt habe und macht auch hier Spaß. Das bedeutet, ihr braucht nicht mehr triggern, sondern jeder Burst kommt automatisch hinterher, wie vollautomatisch, und die Bursts kommen immer schneller raus. Absolut OP, Leute. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr alles freigeschaltet habt, dann spielt ihr Schaft, Magazinerweiterung, dann habt ihr Bass hier, dann braucht ihr noch einen, das heißt, ihr nehmt hier Taktikmaske weg, spielt Gewandtheit Totenstille und den Agentenmod. Das ist, glaube ich, so das, was man aktuell braucht. SMGs kann ich euch nicht empfehlen, weil sie einfach zu schwach sind. So, aha. Jetzt gehen wir mal rüber zum Gameplay und gucken uns das mal an, wie das ungefähr aussieht mit den Waffen. So, und jetzt seht ihr, das ist eine Solo-Runde gestern gewesen bei Herrschaft. Links unten das, was ihr haben wollt, das Einsatzteam. Das Einsatzteam sorgt nämlich dafür, dass alle Kills, die es macht, bei euch auf die Nuke dazugerechnet werden. Das ist die einzige Killstreak, bei der das möglich ist. Spielen tun wir mit der Maddox, genau mit der Klassen-Setup, wie ihr es gesehen habt. Schafft, schnelles Magazin 2. Und beim Nachladen könnt ihr mal drauf achten. Es gibt jetzt einige Dinge, die ihr beachten solltet. Wenn ihr die Nuke haben wollt und darauf spielt, müsst ihr, oder das ist das Beste, weil wir noch keinen Orbi haben, der wird später erst kommen. Drohne, Konterdrohne, Einsatzteam. Das Einsatzteam macht Kills und die Kills vom Einsatzteam zählen später zu eurer Nuke dazu. Das heißt, ihr könnt dem Einsatzteam die Befehle geben, da und hin zu laufen und dann machen die das und die gehen richtig rein. Meine Empfehlung für euch.
Des Weiteren, wenn ihr Solo spielt, so wie ich, oder in einer Party, ist egal, sorgt dafür, dass ihr Crash seid. Crash bekommt eine Menge Punkte dafür, dass er die Teammates heilt. Ihr könnt immer genau entscheiden, wann ihr für euch, weil ihr die Nuke haben wollt, es geht ja erstmal nur um euch, 200 Leben voll haben wollt. Das ist nicht so unwichtig, wenn ihr zum Beispiel gerade von einem Reiniger mit seiner Heatwave was abbekommen habt. Dann hier, super Klatsch auf jeden Fall. Manchmal müsst ihr ein bisschen Glück haben, klein machen, ihr könnt euch nicht immer sofort heilen. Dann nehmt den Crash, haut euch voll, weil dann könnt ihr euch wenigstens heilen. Wenn ihr die Heatwave abbekommen habt, dann lässt es sie nicht mehr heilen. Das ist immer total kacke. Müsst ihr auf jeden Fall genau gucken, dass ihr den bekommen könnt. Außerdem, wenn ihr die Muni teilt, A, ihr macht mehr Punkte pro Kill. Das heißt, ihr kriegt eure Streaks schneller, genauso wie eure Teammates. Und der nächste Vorteil, ihr kriegt Punkte dafür, wenn die Teammates die Munition nehmen. Und noch ein Vorteil, ihr könnt euch Plünderer sparen. Dadurch, dass ihr die Muni immer werft, habt ihr immer volle Muni. So, hier, ihr seht, das Problem ist, wenn man alleine spielt, muss man wirklich auf alles achten. Auf jeden Winkel, auf jede Seite. Da dachte ihr, kommt noch. Vorräte. Wer zuerst kommt, achtet drauf, dass ihr, wie hier, die Punkte für die Flaggen bekommt. Das sind auch wichtige Punkte für die Spiele. Ihr müsst dafür gar nicht die ganze Zeit auf der Flagge draufbleiben. Es reicht, wenn ihr theoretisch über die Flagge rüberlauft, irgendein Teammate nimmt sie später und ihr wart nur kurz drauf. Das ist vollkommen ausreichend. Dann solltet ihr bedenken, das Movement in diesem Spiel ist deutlich anders als bei Black Ops 3. Es gibt keinen Wallride, ihr könnt nicht einfach so hochspringen, wie ihr wollt. Das gibt es alles nicht. Was ihr also machen wollt, nutzt das Movement, wie es hier ist. Ihr könnt auf dem Boden schnell sein. Ihr könnt sliden, deshalb habe ich Gewandtheit so gerne. Beim Slide seid ihr unglaublich schnell, das ist unglaublich hilfreich. Hier, jetzt seht ihr, wie das Einsatzteam funktioniert. Dann werden wir mal in der vielleicht kurz reingehen. Jetzt habe ich 200 Leben, die will ich mir natürlich sofort geben. Möglichst gucken und links unten seht ihr den Feed, das Einsatzteam ist absolut heftig. Ihr müsst immer gucken, wo der Gegner-Spawn ist. Skrupellos blinkt auf. Der Gegner-Spawn wechselt auch nicht. Das heißt, ihr könnt mitten auf der Flagge vom Gegner stehen und trotzdem spawnen sie dann noch. Daran werden sie arbeiten, da haben sie schon Bescheid gesagt. Aber bis sie das gemacht haben, müsst ihr das bedenken. Unnachgiebig. Also ihr seht, wie schnell das teilweise geht. Ihr macht ein paar Kills, ihr kontrolliert die Map. Ihr kontrolliert die Flaggen, ihr kontrolliert die Spawns, euer Einsatzteam schickt ihr rechts oder links rein, je nachdem wo die meisten Gegner sind. Die machen noch ein paar Kills dazu und dann ist die 30er Streak eigentlich durch. Hier habe ich das Problem gehabt am Ende, mir ist einfach die Zeit weggelaufen. Ich habe den letzten Kill nicht mehr bekommen, warum auch immer. Hier bei der Mailbox seht ihr, ihr braucht gar nicht wie die Willen durch die Gegend rennen und in die Flaggen pushen, das bringt nämlich nichts. Aus dem einfachen Grund, dass die Spawns eben nicht wechseln. Ihr schickt das Einsatzteam einfach dahin, dreht euch ein bisschen, versucht die Kontrolle über alles zu behalten, versucht das Spiel zu kontrollieren, so dass ihr einen schönen sicheren Punkt habt. Achtet unbedingt auf die Karte, Leute. Die Karte ist das Wichtigste, was ihr, wenn ihr eine Nuke haben wollt oder generell eine gute Streak oder einfach nur ein gutes Erlebnis, dabei habt. Wenn ihr jetzt mal auf die Karte guckt, ihr seht links den roten Punkt von dem Gegner. Ihr seht, dass da vorne drei Teammates sind. Das heißt, hier wo wir jetzt sind, kann von hinten eigentlich nichts kommen, aber hier aus dem Raum sind immer wieder welche auf Gridlock. Und wenn wir jetzt gleich links gucken, ich weiß nicht, ob wir es machen oder nicht, dann seht ihr auch wieder, dass da welche sind. Das heißt, immer auf die Karte gucken, wo eure Teammates sind, ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass auch viele Gegner da sind. Deswegen bewegen wir immer gerne ein bisschen weg davon. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe nur noch 200 Leben, ich habe volles Magazin, ich bin 75 vor meinem Einsatztrupp. Hier müsst ihr aufpassen, da können natürlich immer welche sein. Lasst solche Sachen aktuell bei den Klassen wie Konter, wie Taktikmaske und Kugelweste weg. Aus dem einfachen Grund, ich weiß nicht warum, sie funktionieren nicht richtig. Wenn euch eine Battery trifft, seid ihr auch mit Kugelweste tot. Und wenn euch eine Nein-Knall-Bang trifft, dann seid ihr auch wegen mit der Flash tot, obwohl ihr tot Taktikmaske habt. Das ist abgefuckt, das ist nervig. Hier seht ihr das Einsatzteam wieder voll in Action. Deswegen nehmt lieber solche Sachen wie Totenstille, dass ihr nicht von diesem Akustiksensor eingeblendet werdet. Nehmt solche Sachen wie, weil die Aufsätze viel wichtiger sind als die Perks meiner Meinung nach. Drei Aufsätze, ein Agentenmod. Macht euch die Waffe so gut wie es geht. Hier seht ihr jetzt, ich bin ungefähr, ja, da bin ich bei brutal. Das heißt, ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Hier bin ich mitten im Spawn. Mein Einsatzteam ist da, ich mach noch einen, sind 26 jetzt. Ich mach noch die Drohne, dass ich weiß, wo alles los ist. Konterdrohne hinterher, kostet fast dasselbe. Den kriege ich nicht, wäre der 27. Da ist der 27. Jetzt kann ich mich auf 200 voll machen. Ihr seht, das ist ohne Stress, Leute. Ihr braucht nicht um euer Leben schwitzen und rennen, das klappt auch so.
da. Wenn ich die gekriegt hätte, wäre es die Nuke. Wir sind immer noch bei der 27 oder 28. Und wie das Einsatzteam. Ihr könnt auch 2 oder 3 Einsatzteams haben. Ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt gucke ich langsam auf die Uhr und denke, fuck, die Zeit rennt nach wie vor weg. Da vorne waren Gegner. Und jetzt fängt eben das Problem dann an, was ihr habt, wenn ihr es nicht vorher schon gemacht habt und es zu spät damit anfangt. Den braucht ihr gar nicht challengen. Versucht nicht, Leute zu challengen, wenn es einigermaßen aussichtslos ist. Denn ich habe festgestellt, selbst wenn ihr schon fast um die Ecke seid, diesen letzten 1%-Satz, der fliegt euch an Leben trotzdem manchmal um die Ohren. Und jetzt 189 Leben. Ich war mir nicht sicher, wo ich hinpushen kann. Ich wollte nicht in 5 Leute rein. Ihr seht, was ihr so ein bisschen beachten müsst. Das Einsatzteam ist immer noch da, aber es findet keine Gegner mehr. Und jetzt sehe ich, die sind auf A. 4 Zeit ist nicht mehr. Das Einsatzteam pusht rein. Das ist der 29. Er ist gefallen. Und ihr 197 Herrschaftspunkte, 199 Punkte. Ich brauche nur noch einen. Ich schicke die hier hin, hoffe, dass irgendwo einer kommt. Und die Runde ist vorbei und es ist verkackt. Solo gespielt, 53-3. Ich glaube, das lässt sich sehen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Lust habt, dass ich irgendeine Klasse von euch vorstelle oder sonstiges, schreibt das in die Kommentare und ich werde mich morgen um eure Klasse dann widmen. Oder eure Map, eure Tipps, was auch immer ihr haben wollt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hilft euch. Habt viel Spaß. Ich genieße das Spiel. Macht euch einen schönen Abend. Haut rein.